Müssen wir das mal hier rüber. Eine modernere Brücke vielleicht. Mach mal so. Hier kann ich kann könnte ein Schiff langfahren. Hier lassen wir keins langfahren, oder? Nee, ich kann nicht. So macht das mit. Wäre nur Erbsen und Höxter und Parzing dort unten. Naja. Oder? Wollen wir es gleich richtig pfeifen? Ich bin ja mehr auf Eisenbahn fixiert. Nee, dann lassen wir das, oder fährt da kein Schiff lang. Doch, da fährt ein Schiff. Ja. Das machen wir neu. Wir müssen gucken, was wieder abgelaufen ist, ne, an Fahrzeugen. Ja, machen wir. Sind wir für eine Brücke? So, die kann man nehmen. Für 200 ausgelegt, sieht gut aus. Ich komme auch nicht höher. Nee. Mit der Brücke müssen wir auch schon ganz Ecke weiter vorne anfangen. So, macht das. So. Gucken, was so besser geht. Ja. Hat jetzt geklappt. So. Nee, das ist doof. Schön auf dem Bahndamm. Raffinerie. Ah, wir vergessen gleich angeschlossen, Schalte. Das ist doch so. Ölraffinerie ist noch nicht so weit. Aber wir können gleich den Zug fahren lassen nach Höxter. Ja, das ist gut. Dann können wir mal mitfahren. So, wir haben ein hier angeglichen, dass es schöner aussieht. Okay. Wir müssen jetzt erstmal wieder setzen, Signale, ne? Mhm. Wir kommen jetzt hier rein. Gibt es hier noch Ausweich? Das war eine Doppelkreuzungsweiche. Das ist jetzt eine Doppelkreuzungsweiche. Das heißt, wir kommen so nach so. Aber von wo? Oder kommt von. So kommen wir da rein. So kommen wir da rein. Und so kommen wir da drauf. Verpasst ja. Super. Okay, Signale.
Einfahrtsignal. Streckensignale. Jetzt geht's los, Streckensignale. Da oben ist bestimmt schon wieder irgendwas Rotes. So, hier kommen wir jetzt in den Einfahrtsbereich. So. Wo ist unser Zug? Jetzt müssen wir den Haltestelle dazu packen, ne? Mhm. Der Zug ist gerade da, das ist doch schön. Regio 2. Von Braunschweig nach Altgölm. Geht es weiter nach... Das ist noch Dampfbetrieb. Warum ist ja noch Dampfbetrieb? Ja, wir sollen... Guck mal da oben, da ist schon eine Leuchtschilder. Ja, mach mal. So, dann fahren wir hier nach Höxter. Und von Höxter fahren wir wieder zurück nach Altgölln, ne? Ja. Terminals. 3 und 4. Hier müsst ihr aufpassen, ne? Mhm. Dann können wir die Linie noch mal kurz haben. Linie Eisenbahn, Regio 2. Ja, hat automatisch schon gemacht, dass er fahren soll. Super. Funktioniert. Ist aber eigentlich alles elektrisch, oder? Ist denn der Bahnhof in Höxter elektrisch? Haben wir darauf geachtet? Das weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe. Ja. Schöner Bahnhof in Höxter, gefällt mir. Müssen wir demnächst auch da Busse einrichten. Oh, es wird sich da oben. Hölzchen. Oh, das bringt aber nichts auf die Kette mit der Hölzchen. Sägewerk, ja, Sägewerk hat Probleme. Wir kriegen sie wegtransportiert. Oh, deswegen. Wie kann man das jetzt lösen, das Problem? Da müssen wir einen Zug mehr draufsetzen. Da wird für einen mehr noch die Hölzchen lang. So, so, Depot, wir müssen das. Können wir zwei Züge mehr kaufen. Jetzt fahren wir elektrisch auf der Strecke. Ja. Wir fahren mit der... Wollen wir so eine russische nehmen? Die ist 85 km/h schnell. Die ist 90. Die ist besser. Kaufen. Wagen, Personenwagen. Gibt es mittlerweile neuere Wagen? Für die Hölzchen müssen wir noch ein Gibt es neuere Wagen? Wie schnell sind die? 96 km/h. 96 ist doof. Ja, 132 km/h. Das ist doch was, oder? Mhm. Englische, okay. Coach. 1, 2, 3, 4, 5. Muss reichen, wa? Und wir haben einen sechsten hier. Den Zug doppeln wir. Linie zuweisen. Regio 2 war das, ne? Ja. Haben wir. Ja, die Brücke wird ja noch nicht benutzt. Doch, da fährt ein Auto schon drüber. Oh, soll ja auch. Guck. Tatsache. Was machst du nie eigentlich hier runter? So, hier kommt unser Zug raus. Den gucken wir uns einfach kurz mal an. Ja, ist doch schön, der Zug, ne? Mhm. Ich steige jetzt mal ein. Ich fahre die komplette Strecke jetzt mal ab. Die Sonne scheint, das ist schön, Schatz. Ja. Ich bleibe die Erde. Da braucht Höxter irgendwas Bustechnisches. Oh, wir halten gar nicht mehr, wir fahren komplett durch.
Okay, wir halten. Interessant. Warum halten wir? Normal müssten wir komplett sauber durchfahren können. Warte auf freie Wege. Toll. Jetzt wo wir aussteigen, kletter weiter. Und wieder klein, wir sollen abtauchen zum Güterbahnhof. Weil als der hier so auf die Schnellfahrstrecke fertig ist, dann müssen wir das eine oder andere hier auch nochmal umbauen. So, jetzt fahren wir hier erstmal so lang und schmutzig hier raus. Ja, mal gucken, da werden wir später eh nochmal umbauen. Hier sind Kügelchen drin. Altgöllen ist da. Altgöllen. Was sagen wir mal Göllen? Könnt ihr mal im Chat ja mal schreiben, was er meint. Und wie gesagt, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Genau, Göllum. Göllum! Genau. Wir müssen verhungern. Schöne Quellwolken haben wir. Jetzt kommen wir nach Alt. Goll, wir sind 90 km/h schon. Schneller können wir nicht mit der Lok. Dann müssen wir gucken, ob wir die anderen Züge mal ersetzen, langsam mal. Die mit Dampf bespannten hier. Okay, 90, schneller sind wir hier nicht. Wir haben gleich gedacht, wenn wir wieder raus sind. Jetzt kommen wir hier rein. Gleis Vorfeld. Halten. 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 Und hier kommt die Zukunft. Die elektrische saubere Kraft. Alles voll. Weiter nach Höxter. Ich glaube, Höxter ist halt von der Straßenbahn vielleicht, ne? Ja. Kommt ein Autosave, okay. Wenn wir so ein bisschen Terrain noch anleiten, dass das schöner aussieht. Oh, jetzt sind wir tiefer, okay. Wieder Gas geben. Das wäre eine schöne Strecke für den Metronomen, glaube ich. Ne? Den Aussteiger bin ich hier im Spiel drin. Raus. Ja, freie Fahrt. Da hinten ist noch der Dampfzug. Der kommt uns entgegen. Der hustet die Oberleitung voll. Wenn wir Funkenflug haben. Ja. Wohl zusammenhängende Schmalspurnetz in der Bundesrepublik. Alles wegen des Corona, genau. Naja. 90 nicht gerade schnell, aber das geht schon. Haben wir hier ein oder zwei Holzzüge drauf? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Mal gucken. So, jetzt kommen wir nach Höxter. Hat doch relativ ebenerdig gebaut, sieht ganz gut aus. Fällt mir. Schön hier die Brücke.
nächstes die anderen beiden Dampfzüge mal tauschen, ne? Ja. Schenken wir natürlich erstmal die Zeit. Mhm. Da kommt der nächste Dampfzug. Ich denke, da war noch Passwerk, das sieht schön aus. Hier sind Leute. Dann steigen wir noch mal aus hier. So, Höxter. Oh, guck mal, eine super Schnellverdampflung. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen nur europäisch bauen, ne, bei uns. Nee, wir haben nur gesagt, wir machen hier europäisch. Guck mal, was jetzt alles abgelaufen ist. Ja, da kriegen wir gleich wieder eine Meldung. Jetzt müssen wir mal die Dampfzüge hier mal tauschen. Mhm. Wo steht das? In welchem Jahr bitte? Da unten, da. 1934. Da ganz unten, da. Ganz unten. Ah, 1934. Okay. Fahrzeugersatz. Der ist 13 Jahre alt, der Zug. Lokomotiven elektrisch. Die kann 85. Oh ja, die. Jetzt nehmen wir mal. Passagier. Können wir die Waggons noch mal nehmen? Die können 100 fahren. Das sieht ganz gut aus. 1, 2, 3, 4 und so ein 5. Und sofort ersetzen. Ja. Da haben wir 4 Züge drauf. Reicht das? Boah. Der eine kommt ja gerade raus, glaube ich. Ne? Der kommt da gerade raus. Ach nee, das ist der, der nach hier oben irgendwo hinfährt. Der fährt ja hier hin, nach ganz außen rum hier nach dahin. Das wird ein schönes Fleckchen hier. So, schon mal so guckt, hat doch was. Ja, mal gucken, was ist am Straßenfahrzeugen nicht so alt? Der Bus, die Busse müssen alle erneuert werden. Fahrzeugersatz. Ein. Ja. Die werden gerade ersetzt, nachher gleich ersetzt. Die RE1, das war die erste Strecke. Was wolltest du sagen? Nee, schon gut. So ein gebogener Bahnhof sieht auch gut aus. So. Mhm. Wollen wir höchstens eine Straßenbahn gehen oder Buslinie? Buslinie. Buslinie, okay. Wir müssen ja nicht alle Straßenbahnen haben. Oh. Hatte ich jetzt mal so gedacht. Wenn höchstens klein ist, dann eine Buslinie. Wenn sie groß ist, eine Straßenbahn. Dann krieg ich eine Straßenbahn, okay. Dann bauen wir jetzt erstmal eine. Also wenn es groß ist, soll es also eine Straßenbahn sein. Muss sich ja auch lohnen. Ja, lohnt sich immer schon mal alles. So, dann setzen wir den Haltepunkt hier gleich hier schon mal so rein hier, wa? Mhm. Dann brauchen wir noch ein paar Haltestellen. Das ist bei diese hier. Warum machen wir die mal? Da. Da. Dann fährt er nochmal da. Dann fährt er hier rum, würde ich sagen, ne? Mhm. Fährt er dann nochmal lang. Fährt er hier nochmal. Dann reicht das, ja? Ja. Gut. Neue Linie. Welche Farbe möchte Förster haben? Pink. Das ist jetzt groß. Förster. Jetzt machen wir zu. So, wir fahren von da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Und wieder zurück.
meinst du die, oder? Mhm, ich finde diese Dörfchen irgendwie gemütlich. Oh, Häuserbau, guck mal, da geht los. Ja, dann brauchen wir Straßenbahn. Wenn das so groß ist, dann wird es Straßenbahn. Jetzt willst du Straßenbahn haben. Oh. Okay, soll jetzt Straßenbahn werden, ja? Ja. Gut. Busse können ja trotzdem auf Tramgleis, ja, elektrifiziert, ja. Haben wir. Okay. Straße, Zauberstab. Tramgleis, ja, elektrisch. Wenn wir da gucken, wie da. Hier auch richtig hier schön lang fahren. Fährt ganz außen rum, ne? Ja. So, ja? Ja. Das Tram-Depot würde ich gerne hier hinbauen. Einverstanden? Mhm. Tram-Depot. Aber das ist hier so hin. Kriegen wir hier so nicht hin. Schade eigentlich. Wäre schön gewesen, was wir da hingekriegt hätten. Hier kriegen wir es auch nicht rein. Kriegen wir es hier echt hier so nicht rein? Dann können wir auch hier bauen, ne? Was hier so reinbauen? Ja, guck mal. Schön langgezogen. So machen wir das Ganze. Aber trotzdem, wir brauchen auch nochmal Straßendepot. Das bauen wir auch schon mal. Das gehe ich aber hier vorne hin, ne? Wird auch eng. Kriege ich auch nicht hin hier. Ein dickes Ei. Kriege ich auch nicht hin. Na gut, das können wir auch hier oben irgendwo hinbauen, denke ich mal. So, mein Schiff, das kannst du noch ein bisschen mehr drehen. Da haben wir ein Busdepot. Okay, Straßenbahn kaufen. Trams kaufen. Und die hier, mein? Ja. Mit drei Wagen? Ja. Das ist ja, wird ja immer größer. Eins, zwei, drei. Ich glaube, vier Bahnen reichen, wa? Ja, auf jeden Fall. Hier kommt der Zug wieder rein. Diese zuweisen. Bus Höxter, toll. Ist egal. Das ist doch einer von den Ersetzten schon hier. So. Genau. Von den Ersetzten. Sieht aber schön locker aus. Das ist eine russische. Sieht schön aus. Oh, haben wir die Bahn verpasst. Hier, da kommen sie. Sieht doch klasse aus. Mitfahren? Gut. Tram in Höxter. Auch mal, was hier gebaut wird. Cool, oder? Das Spiel macht so ein, man kann so schön bei entspannen und quasseln. Jetzt fahren wir hier hin. Ja, hier auch. Das ist ja besoffen in der Straßenbahn. Müllkorn haben sie das auch. Mhm. Das passt hervorragend zum Bahnhof. Das haben wir sehr gut ausgewählt, Schuppi. Ich schätze, da waren wir richtig gut. So, jetzt fahren wir eine Runde mit der Tramwil zu fahren, ja? Ja. Gut, fahren wir mal. Ja, ja. Okay, das ist ja keine Ruhe, ne? Ja. Stehst du nicht in der Küche? Hm. Was? Wir haben ein Auto geboren in der Straßenbahn. Habt ihr das gesehen? Ein Auto. Ein gelbes. Gelbes, ja, oh, das braucht nur zu viel hier in der Latzhose. Wir mal ein bisschen Sport verbringen.
Fahren wir mal mit. Aber oh, da kommt das die andere Beine entgegen. Die sehen klasse aus, haben wir's. Das ist ja der Straßenbahn. Nee, für das Häuschen und dann für den Garten. Ja, haben wir doch einen Häuschen Garten. Und das ist meine Autobahn. Was ist der rote? Mhm. Ja, die Häuser verändern sich schon so ein bisschen, ne? Kein Kopfsteinpflaster mehr, ne? Ganz schön kurvig für die Straßenbahn. Das ist eine Rallye-Straßenbahn hier, wa? Guck, Obst- und Gemüsestände da, rechts. Ich finde das Spiel klasse. Ja, kein Schilderwerk. Das soll klar sein. Geht wunderbar. Hier ist das Busdepot, genau. Da hingebaut. Bus- und LKW-Depot. Falls wir sowas mal brauchen sollten. Jetzt sind wir wieder am Tram-Depot, wo wir rausgekommen sind. Können wir aussteigen, ne? Oha. Tram 1. Oh, da kriegen wir neue Sachen hier. Wir kriegen neue Sachen. Tram 1 hat die Lebensdauer erreicht. Okay, müssen wir gleich mal gucken. Ja. Der ist noch nicht ausgewechselt hier? Warum nicht? Guck doch mal alles mal komplett mal durch. Da alles noch ausgerichtet werden muss. Da ist bestimmt noch einiges, was gewechselt werden muss. Ja, mach ich aber. Da kommt der Gegenzug. Ich glaube, 4 Züge reichen hier, wa? Mhm. Oh, die Hölzchen, das wird ja immer mehr da oben. Was ist das? Oh, hier stehen die Züge gerade. Der hat Vorfahrt der Zug, okay. Weiß man nicht warum. Und der Vorfahrt hat der Holzzug. Vor allen Dingen, wo fährt der denn lang, der Holzzug? Komm mal her. Wollen wir mal rein einsteigen? Nee, ich will jetzt nur streckenmäßig gucken. So, er wechselt hier. Er kommt nicht, er wartet, bis er da gekreuzt hat. Okay, jetzt fährt er auch los. Das geht ja noch. Das ist der Holzzug. Wir haben 2 Holzzüge hier laufen. Du, wir hatten jetzt irgendwas mit Straßenbahn gehabt, ne? Ja. Oh, da ist aber ein Tram Braunschweig. RE1 ist auch zu alt und auch weg. Tram Braunschweig. Oh, gehen wir mal nach Braunschweig gehen. Hier ist der Braunschweig, ne? Wir haben hier beides. Linie. Wo ist ein Tram Braunschweig? Nur Tram. Tram Braunschweig. Fahrzeugersatz. Wir hätten den hier, ne? Jetzt können wir. Hier passen 60 rein, der ist 60 schnell. Der ist 40 schnell. Passen 42 rein. Wollen wir die auch mal nehmen? Ja. Ersetzen. Das heißt, wenn die jetzt irgendwo halten, bis wir die neuen Bahnen kriegen. Wo sind sie denn? Soll ich? Ja, aber gut gesucht. Guck mal, da stehen überall welche. Also Güterverkehr rollt.